Hi, du hast Leute gesehen, die mit dem Apple Pencil auf ihrem iPad Notizen schreiben. Ich zeige dir, wie du das mit USI-Stiften, zum Beispiel auf einem Chromebook-Tablet, machen kannst. Ein Video über USI-Stifte war ein Community-Wunsch von Karl-Heinz. Obwohl dies ein Kanal über Chrome OS und dessen Apps ist, also Software, gehe ich gerne darauf ein. Dazu erzähle ich dir kurz etwas über die Stifte und kompatible Geräte. Es gibt auch ein paar News und Tuning-Tricks, die du vielleicht noch nicht kennst. Also bleib dran, denn ich demonstriere dir, wie du mit Google-Produkten Notizen und Erläuterungen auf Screenshots erstellen kannst. Und das kostenlos. Dazu gehören Google Cursive, Keep Notizen und die Bordmittel von Chrome OS. Auf geht's! Tja, fangen wir mit der trockenen Materie an. Was sind USI-Stifte? USI steht erstmal für Universal Stylus Initiative. Dabei handelt es sich um einen Standard für aktive Stifte. Diese haben Batterien oder Akkus verbaut. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wann ist ein Stift Version 1 kompatibel? Die erste Voraussetzung ist, dass die Stifte mit anderen USI-Geräten kompatibel sein müssen und im Moment sind das nur Chromebooks. Darüber hinaus müssen sie 4096 Stufen der Druckempfindlichkeit aufweisen. Die Information über die Stiftfarbe und die Strichgröße wird im Stift gespeichert. Zwischen dem Gerät und dem Stift muss eine Zwei-Wege-Kommunikation möglich sein, die ohne Bluetooth und Treiber stattfindet. Dabei soll die bestehende Touch-Ton-Technologie verwandt werden, die in fast allen Touchscreen-Geräten vorhanden ist. Hier findest du eine Übersicht über alle verfügbaren Stifte. Du kannst die Namen nehmen und zum Beispiel bei Amazon oder in den üblichen Online-Shops kopieren. In Deutschland sind fast alle diese Stifte verfügbar oder sie haben einen anderen Namen. Und kompatible Chromebooks findest du auch hier auf der Webseite. Das sind nur Chromebooks in dieser Liste. Und auch hier musst du gucken, wo du das im Online-Shop oder vielleicht im Mediamarkt um die Ecke kaufen kannst. Ja, welchen Stift würde ich dir empfehlen? Die Stifte sind alle gleich, also die müssen über die gleichen Mindestvoraussetzungen verfügen, haben die gleichen Eigenschaften. Manche Hersteller packen noch ein bisschen was oben drauf, aber grundsätzlich funktionieren diese Stifte alle gleich. Deswegen sehe ich von einer Empfehlung ab. Dies ist wie gesagt kein Hardware-Kanal. Deswegen probier einfach aus, was dir liegt. Du musst gucken, wie die Größe ist und das Gewicht. All das ist eigentlich in den Spezifikationen, in den Online-Shops oder auf den Webseiten der Hersteller verfügbar. Und der Rest wird sich dann zeigen. Von der Funktion her sind die wie gesagt alle gleich. Ich habe hier diesen Lenovo-Stift, den ich damals passend zu meinem Lenovo-Chromebook-Tablet hier gekauft habe und bin aber nicht ganz so zufrieden damit. Und ich habe hier diesen Pinovel-Stift, den Chrome Unboxed, ein amerikanischer YouTube-Kanal, allen empfohlen hat. Und da muss ich sagen, die haben recht. Ich komme mit dem wesentlich besser klar. Der funktioniert gut. Vielleicht ist es bei dir anders. Vielleicht kommst du mit dieser dickeren Spitze vom Lenovo-Stift besser klar. Wie gesagt, probier es einfach aus. Ja, ich sprach vorhin von USI Standard 1.0. Was ist denn mit der nächsten Version? Da müsste dann doch auch etwas Neues kommen, oder? Ja, genau so ist es. Bald soll Version 2 kommen, ist schon bekannt gegeben. Und Version 2 soll zum Beispiel die kabellose NFC-Ladefunktion ermöglichen. Das ist dann genauso wie beim Apple Pencil. Klack, den kannst du dann genauso laden wie dort. Übrigens gibt es schon ein Chromebook, das HP X2 11, und dieses hat bereits schon so einen USI Stylus Dock und verfügt über die eben genannte kabellose NFC-Ladefunktion. Also wenn dir das Gerät gefällt, dann schnapp jetzt schon zu, dann kannst du es genauso wie hier mit dem iPad laden. Wie ich das eben schon bei der Version 1 gezeigt habe, soll dann eine erweiterte Neigungsfunktionalität ermöglicht werden, was dann noch besser beim Zeichnen möglich ist, was du hier siehst. Ja, die Farbpalette soll verbessert werden. Es soll dann nicht mehr nur 256 Farben, sondern 16 Millionen Farben ermöglicht werden, die dann nach meinem Verständnis auf dem Stift gespeichert werden.
Und das wird dann natürlich viele Leute anlocken. Nicht hier die paar Farben, die ich hier jetzt habe, sondern es werden dann wesentlich mehr sein. Tolle Sache. Als letzte Funktionalität, die USI 2.0 Stifte mitbringen sollten, ist dann die Unterstützung für In-Cell-Display-Panels. Das ist eine bestimmte Technologie, da gehe ich jetzt nicht in die Details. Das wird aber dafür sorgen, dass weitere Gerätegattungen und Geräteklassen dann unterstützt werden können. Willst du alles aus deinem Stift herausholen, kannst du ein paar neue experimentelle Chromeflecks aktivieren, die du hier siehst. Wie hier steht, muss dein Gerät natürlich kompatibel sein. Es gibt noch wenig Doku dazu, also probier es einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es auf deinem Gerät schon alles viel besser. Ja, Google's Cursive lässt sich ganz einfach bedienen. Im Prinzip ist es eine einfache Notizanwendung. Du hast nur wenige Stiftfunktionen, wie du hier oben siehst. Und ich habe mal die Standardfunktion jetzt ausgewählt und schreibe jetzt einfach mal. Wie du hier siehst, musst du aufpassen bei der Handflächenerkennung. Oft hilft es bei manchen Geräten, wenn du zuerst den Stift nah an das Display bringst und dann anfängst zu schreiben. So wie ich das gerade mache. Ich halte das Gerät jetzt freihändig, deswegen wackelt das ein bisschen. Ich bin als digitaler Nomade unterwegs, aber wollte Karl-Heinz den Wunsch erfüllen, dass ich hier einmal so ein paar Sachen zeige in Bezug auf USI-Stifte. Ja, und der Rest ist ganz einfach. Du kannst dir auch ein Haus zeichnen und viele andere Dinge machen. Ich finde, das funktioniert schon ziemlich gut. Skizziere ich hier mal so ein bisschen. Dann hast du hier so eine kleine Malfunktion. Und schon geht's los. Übrigens ist hier keine dieser 4096 Druckstufen verfügbar, weil das eine einfache Notiz-App ist und keine Zeichen-App. Also wunder dich dann nicht, das ist hier nicht möglich. Und hier gibt es eine Löschfunktion, eine Radierfunktion. Das lösche ich mal, auch mein komisches Haus. Funktioniert wunderbar. Ja, hier oben ist noch eine Selektierfunktion, womit du einen Text selektieren kannst, wie ich das jetzt gezeigt habe. Diese drei Punkte, dieses Menü lässt sich dann mit dem Finger bedienen. Du kannst hier einmal den Text kopieren in die Zwischenablage oder den Text löschen, was ich jetzt mal gemacht habe. Mache ich wieder rückgängig, funktioniert auch super. Hier gibt es jetzt noch die Möglichkeit, tippe auf die Zeile, in der du Platz schaffen möchtest. Und schon zeigt er dir das hier an. Du kannst das hier rauf und runter fahren. Die letzte Funktion ist, dass du hier noch ein Bild einfügen kannst. Das mache ich jetzt mal nicht. Das wählst du einfach aus und dann wird er das hier einfügen. Mit der Selektierfunktion kannst du es dann verschieben. Und die App hat noch so ein paar Tricks auf Lager. AI lässt grüßen. Ja, wenn du hier jetzt einmal rüberkritzelst, dann ist das hier so komisch blau und wenn du hier nochmal drauf gehst, dann löscht er das ganze Ding. Ist das nicht super? Habe ich wieder rückgängig gemacht. Und die andere Funktion, das mit der Zeile auseinanderschieben, auch das kannst du machen, indem du hier einfach einen Strich machst und jetzt nach unten ziehst und auch das klappt dann wunderbar. Ja, das soll schon zu Cursive gewesen sein. Ich mag diese App. Wenn du Probleme hast mit der Handfläche, wie gesagt, dann geh mit dem Stift nah an das Display, schreib und es klappt gut. So, als nächstes zeige ich dir Keep Notes, was im Prinzip ein paar mehr Funktionen hat als das Cursive, was ich dir gerade gezeigt habe. Hier oben links siehst du diese Selektierfunktion, dann ein Radiergummi und verschiedene Stifte. Und als nächste Funktion gibt es hier einmal die Möglichkeit, den Hintergrund zu designen, also wie ein Blatt Papier. Horizontale Linien habe ich dir gezeigt und Quadrate, das mag ich immer sehr, weil ich sehr wissenschaftlich angehaucht war immer. Ja, der Rest ist dann gleich. Ich habe hier die Malfunktion einmal aktiviert. Fangen wir mal so ein bisschen an zu zeichnen. Der Lag ist übrigens noch so ein zweiter Punkt, der viele Leute aufregt. Manche Apps unter Chromebooks, die haben einen sehr, sehr schlimmen Lag. Aber ich finde hier,
Das geht mittlerweile. Ich habe übrigens unter dem Video alle Geräte aufgelistet und das Lenovo Chromebook Tablet Duet war damals nicht teuer. Ich habe es in der 128 GB Version, also an internen eMMC-Speicher, damals für knapp über 300 Euro bekommen, den Stift für 30 Euro und dann habe ich mir diesen Pinovel Pen gekauft, der war etwas teurer, aber mit diesem Pinovel Pen funktioniert das wirklich super klasse. Ja, ich wähle hier oben jetzt nochmal blau aus, meine Lieblingsfarbe, und mal hier so ein bisschen drauf rum, beziehungsweise schreibe etwas, dass du noch ein bisschen was siehst. Werde hier nochmal den Stift ändern auf den ersten Typen hier. Schreibe mal Typ 1. Ja, es ist ein kleiner Leck da. Und hier siehst du übrigens an diesem schönen gemalten Strich, den ich hier gemacht habe, die unterschiedliche Druckstufenerkennung. Links habe ich nicht so stark gedrückt wie rechts und schon macht er das entsprechend dicker oder schmaler. Funktioniert wunderbar. Ich bin kein guter Zeichner. Wenn du das besser kannst als ich, dann kannst du hier ein schönes Gemälde malen. Aber wie gesagt, diese App ist nicht nur für Designer da oder für Leute, die hier so komische Bögen malen wie ich. Du kannst ganz normal damit schreiben, wenn du jetzt die Strichstärke etwas kleiner machst. Und hier, ich versuche das wieder freihändig, was schreibst, Typ 1. Dann schreiben wir mal hier, f von x ist gleich a x plus b. Dann malen wir mal hier ein Diagramm mit einer Geraden, x, y. Und schon haben wir ein bisschen matter gemacht. Ja, funktioniert doch super, oder? Ja, noch ein kleiner Nachtrag zu Keep Notes, das hätte ich fast vergessen. Die ersten Funktionen, die ich dir gezeigt habe, die Stifte, das ist klar. Das mit dem Radieren ist ja auch klar. Aber was war mit dieser Selektierfunktion? Wenn du mit der Selektierfunktion jetzt einmal hier rüber gehst, dann kannst du alles verschieben, was wohl die Hauptfunktion dieser Geschichte ist. Aber du kannst das auch größer und kleiner machen. Wunderbar. Das soll schon zu Keep Notes gewesen sein. Ich gebe dir hier nur einen kleinen Einblick. Ja, leider war der Akku meiner Kamera eben leer. Deswegen habe ich hier gerade nochmal umdisponiert, um den letzten Teil dir zu präsentieren. Ich hatte dir von den Bordmitteln von Chrome OS erzählt und die Möglichkeit, einen Screenshot damit anzufertigen und dann mit dem Stift so ein paar Erläuterungen darauf zu packen. Und das zeige ich dir jetzt im kurzen Überblick. Übrigens kannst du mit so einem USI-Stift einen Rechtsklick auf deinem Bildschirm auslösen, indem du dich hier auf einen Punkt fokussierst. Du darfst den Stift nicht bewegen. Dabei ist manchmal ein bisschen schwierig, aber dann erscheint dieses Dropdown-Menü hier, was auch erscheint, wenn du mit Rechtsklick auf der Maus das auslöst oder mit zwei Fingern auf deinem Touchpad. Ja, finde ich ganz gut. Fehlen nur noch USI-Stifte, die hier so ein, zwei Knöpfe haben, wo du einfach hier schon so drückst und dann geht's auf. Wer weiß, das kommt auch noch irgendwann. Und unten rechts gibt es jetzt hier das Menü für die Eingabestift-Tools. Wenn du ein Chromebook oder Chromebook-Tablet hast, was Stifte auf irgendeine Art und Weise unterstützt, dann ist das Symbol für dich sichtbar, ansonsten halt nicht. Und Screenshot zeige ich dir gleich zum Schluss. Erstmal den Laserpointer. Das ist hier so ein rotes Ding, was meine Spitze des Stiftes verfolgt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Zoom-Webkonferenz sage, hier guck dir mal Notion an, das ist ein tolles Tool für eine Knowledge Base und so, dann funktioniert das hier ziemlich gut. Mache ich mal wieder aus. Und nun werde ich die Lupe, die dritte Funktion, aktivieren. Und wenn du nun mit dem Stift hier rüber fährst, dann wird alles wie mit so einer Lupe vergrößert. Auch ganz nett, wenn du auf etwas hinweisen möchtest oder wirklich etwas nicht lesen kannst. Zum Schluss gibt es dann noch den Screenshot. Und da werde ich jetzt einfach mal vom gesamten Bildschirm einen Screenshot machen. Wenn ich das möchte, du kannst aber auch jetzt mit dem Stift einen Bereich auswählen, wie du hier siehst. Und dann sagen Aufnahme. Und hier gibt es jetzt die Funktion Bearbeiten. Und jetzt zeige ich dir das, was ich dir versprochen habe. Du kannst nämlich jetzt hier sagen Zeichnen mit diesem Kritzelsymbol da oben. Und dann hier wieder das Haus, was ich eben hatte, reinzeichnen, was ich jetzt noch schlimmer zeichne als eben. Du kannst sagen hier Prüfen.
schlechte Schrift so, aber du weißt, was ich meine. Und jetzt kannst du das abspeichern und teilen. Ja, das soll schon zu den drei Tools gewesen sein. Einmal Google Cursive, Keep Notes und das waren die Bordmittel von Chrome OS. All diese Sachen kannst du kostenlos testen. Viel Spaß damit. Ja, das soll schon für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Das war heute mal ein anderes Video. Du konntest mir mal über die Schulter schauen, was auch ganz witzig ist. Wenn ich bei irgendetwas so schnell darüber hinweggehuscht bin, weil ich dir nur Überblicke verschaffen wollte über die Themen, dann lass gerne einen Kommentar da, in dem du eine Frage stellst. Die Community oder ich antworten dir gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder um Chrome OS und dessen Apps geht. Hab noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.